Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zeigen meine Teammädels und ich euch zum Thema Trauerkarten ganz viele tolle Kartenideen. Also ihr habt da jetzt über die Woche meine Ideen zu diesem Thema gesehen. Ich habe so eine Art Themenwoche gemacht, in dem ich euch einfach Trauerkarten gezeigt habe, also immer zu einem bestimmten Motto, ein Thema, mehrere verschiedene Kartenideen. Und ich habe euch drei Karten gezeigt und davor auch schon nochmal, also eigentlich sechs Kartenideen, die ein bisschen abgewandelt worden sind mit neueren und älteren Materialien. Und genau, ein Teil davon liegt hier. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Wir haben hier einmal so eine Querformatskarte gemacht. Dann, ich zeige euch jetzt immer die, die wir dann auch gebastelt haben. Diese hier mit dem Schmetterling, auch total schön, mit dem geprägten Papier im Hintergrund. Auch innen sind die Karten immer noch mal gestaltet. Und hier war es diese Karte, die wir zusammen gebastelt haben. Fand ich als eigentlich eine relativ moderne Karte, ganz schön gestaltet. Und ich zeige euch auch bei der ersten noch mal schnell die Innenseite. Die war so gestaltet, genau. Also alle meine Videos habt ihr im Laufe der Woche schon gesehen. Ich verlinke euch die einfach nach und nach hier oben. Und jetzt zeige ich euch ganz, ganz viele wunderschöne Kartenideen von meinen Teammädels. Ich bin total begeistert, was da für schöne Karten gekommen sind und auch ganz, ganz viele Ideen. Und gerade zu so einem schwierigen Thema. Also es haben auch viele geschrieben, dass es wirklich ein schwieriges Thema ist und dass es eine Herausforderung war. Und das finde ich auch immer bei Trauerkarten so. Und deswegen freut es mich sehr, dass ihr wirklich so zahlreich mitgemacht habt und wir euch jetzt so viele wunderschöne Kartenideen zeigen. Die erste Kartenidee ist von der lieben Linda und die ist schon mal bombastisch schön, oder? Also ich bin wirklich hin und weg von dieser wunderschönen Karte, die ist total toll. Wunderschön gestaltet, die Pfingstrose passt perfekt zum Thema, wirklich. Und diese Gestaltung hier mit diesem Pergament, das embossed ist in Silber, das ist einfach wunderschön. Im Hintergrund noch dieses Designerpapier Pfingstrosenpracht, passt auch super dazu, wunderschön, wirklich. Hier innen, das finde ich auch sehr edel, wenn ihr das seht, diesen hinterlegten, mit Designerpapier hinterlegten Rahmen. Das macht sich nochmal richtig gut. Finde ich ganz toll. Und auch hier wieder gestempelt, das passende Kuvert dazu. Also die Karte, die ist wirklich wunderschön. Die haut einen echt um. Ich zeige euch mal die Materialliste, die die Linda verwendet hat. So, glaube ich, könnt ihr alles gut lesen. Und hier findet ihr die Linda. Könnt ihr auch gerne einfach Pause machen. Also wirklich, Linda, das ist eine ganz bombastisch schöne Karte. Und ich freue mich total, dass ich das herzeigen darf, weil es so schön ist. Ihr könntet, also wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, diese Rose einfach zweimal abstempeln und dann den einen Teil eben embossen auf dem Pergamentpapier und den anderen stempeln und dann nur diesen Teil abschneiden und draufkleben. Ihr müsst also dann nicht vorher irgendwie nur die Hälfte aufstempeln, sondern ihr könnt einfach den ganzen Blumenabdruck abstempeln und dann embossen. Echt wunderschön. Ganz tolle Karte, Linda. Vielen, vielen Dank für deine wunderschöne Idee. Die nächste Kartenidee ist von der lieben Claudia. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ihr die Claudia finden könnt. Ganz neu auf Instagram. Mit passendem Kuvert, das auch gestempelt ist wieder. Und hier hat sie gearbeitet mit dem Stempelset. Das, wo ich finde diese Blume so schön. Die ist in dem Stempelset und auch diese ganzen Hintergrundstempel sind da dabei. Geschmackvoll gestaltet heißt das Ganze. Einmal hier ist die Materialliste. Kann man es, glaube ich, gut sehen. Macht euch da einfach immer kurze Pausebild, wenn ihr das braucht. Dann könnt ihr das in Ruhe anschauen. Und das ist diese wunderschöne Karte, auch ganz, ganz toll. Mit diesem leichten Bilderrahmeneffekt. Diese Elemente hier, das sind so, ich würde sagen, das sind Holzelemente, die embossed wurden. Stimmt das? Seht ihr, wie toll das aussieht? Man sieht, dass das Holz ist, aber da ist dieser silberne Glanz drüber. Ich glaube, das ist embossed. Ich muss mal kurz nachlesen. Also auf jeden Fall embossed, genau, dann ist das bestimmt so gemacht worden. Das ist natürlich eine mega schöne Idee. Holz wäre da ein bisschen rausgefallen vom Farbkonzept, hätte wahrscheinlich auch gepasst, aber mit dem Silber ist es noch so schön elegant und das ist ganz toll. Super schön gestaltet. Hier innen auch noch ein paar Sprenkelchen und auch innen nochmal gestempelt. Auch hier, tatsächlich, auch hier hinterlegt mit Designerpapier. Sehr cool, mit so einem Grauton, das macht sich einfach gut. Setzt dich nochmal ein bisschen ab. Wunderschöne Karte auch, also gefällt mir auch total gut. Vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Coole Idee. Die nächste Kartenidee ist von der lieben Daniela. Ich zeige euch mal ganz kurz eben die Karte, die sie für mich dazugelegt hat. Ich finde die immer schön und zeige euch die auch immer so gerne.
Total schön, die glitzern so richtig mega gut, diese Blumen. Seht ihr das? Ist auch sehr schön. Wenn man das zum Beispiel jetzt in Grautönen gestalten würde und eventuell mit Silber embossen oder auch natürlich mit Gold, das wäre auch, würde auch gut passen, hätte man eigentlich auch schon eine Trauerkarte. Könnte man auch so verwenden. Wenn man da noch einen Trauerspruch draufsetzt oder in tiefer Verbundenheit oder so, das wäre auch ein cooler Kartensketch, den man dafür nutzen könnte. Und die Daniela hat auch eine wunderschöne, ganz besondere Karte gemacht, wie ich finde. Das ist wirklich toll. Also hier hat sie, ich zeige es euch mal kurz noch von innen. Ah, das ist auch cool gemacht. Das kann man dann noch so reinkleben. Da hat sie auch noch so ein. Ah, das ist toll. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Also sie hat hier noch so ein Band rumgesetzt und auch hier noch mal eins hingemacht. Das ist natürlich nimmt das ganz toll auf und ich glaube, das liegt daran, weil sich hier diese Ösen reingemacht hat, dass man die nicht sieht. Ah, okay. Das ist natürlich cool, also weil das einfach sich dann wieder so auffängt in den ganzen und hier vorne braucht man deswegen den Ösen. Also, sie hat hier einmal schwarzes Designerpapier, dann Anthrazitgrau, das hat sie gerissen, das sieht sehr, sehr edel aus und hier vorne, das ist ein Pergamentpapier, seht ihr das? Und das ist bedruckt mit einem wunderschönen Spruch. Und mit den silbernen Metallic-Teilchen verziert. Und hier hat sie so zwei Ösen reingemacht. Also das ist eine super tolle Idee und sieht richtig schön und sehr edel aus. Also die Karte gefällt mir auch unglaublich gut. Dazu ein passendes Kuvert. Und das ist die Materialliste. Also finde ich wirklich eine mega schöne Idee. Ich finde es auch ganz toll, dass es bedruckt ist. Das macht es natürlich auch sehr edel. Mal was anderes, muss nicht immer gestempelt sein, sieht man hier auch schön und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Karte. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob ich das dann nicht noch nachträglich reinkleben soll oder soll das locker bleiben, Daniela, das schreibst du mir bitte. Ich kann das natürlich auch gerne noch reinkleben oder soll das so bleiben? Sieht auch so gut aus, kann man dann wiederverwenden. Das könnte man dann, aber nee. Also es ist wirklich eine wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank, Daniela, die gefällt mir total gut und schön, dass du dabei mitgemacht hast, dass du dabei bist. Die nächste Kartenidee kommt von der lieben Moni. Ach ja, hier hat sie mit meinen Lieblingsblumen gearbeitet, mit den Mohnblüten. Sehr schön, auch mal ganz anders in Schwarz-Weiß. Und hier die Blüte ist hinterlegt mit Pergamentpapier. Also ich glaube, wir haben es fast alle so gemacht, glaube ich, dass wir Pergamentpapier irgendwie eingearbeitet haben oder viele. Ich habe es aber meinen Karten auch gemacht, weil das einfach irgendwie immer so eine schlichte Eleganz mit reinbringt, finde ich. Und das passt hier auch sehr gut und finde ich eine tolle Idee, dass er die Blüte in Pergament hinterlegt hat. So sieht die Karte auch aus. Auch mal in einem anderen Kartenformat. Die Materialliste, Teil 1 und Teil 2. Und hier findet ihr die Moni. Auch bei YouTube. Also wieder eine wunderschöne Idee, wie gesagt, mit meinen Mohnblüten natürlich, finde ich ganz toll. Wäre ich selber auch nicht drauf gekommen, dass man die mal so gestalten kann. Schön, wunderschön. Auch hier das Etikett hinterlegt, das habe ich euch auch schon mal irgendwo gezeigt, dass man sich das einfach zweimal ausstanzt und dann einmal auseinanderschneidet und dann hier so in den Hintergrund klebt, seht ihr? Einfach das Schwarze in der Mitte auseinanderkleben und dann hat man so eine wunderschöne Umrahmung. Also eine ganz, ganz tolle Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Moni. Schön. Die nächsten Karten kommen von der lieben Andrea. Einmal zeige ich euch die Karte, die sie für mich gemacht hat. Die finde ich auch wieder so schön. Schöne Farben, toll. Dann haben wir, also das war die eigentliche Karte, die Andrea gebastelt hat. Auch eine wunderschöne Karte. Viel geprägt, gestanzt, embossed, also auch ganz aufwendig gestaltet. Hier wunderschön gemacht, auch mit diesem Rahmeneffekt. Da gibt es auch eine Anleitung auf ihrem YouTube-Kanal. Also wirklich toll. Super schön mit passendem Kuvert. Und dann ist sie noch auf diese Karte gestoßen. Die hat sie vor einer Weile auch schon mal gezeigt auf ihrem Kanal. Und die passt eigentlich auch sehr gut. Die ist jetzt etwas farbenfroher, aber das darf ja auch mal sein. Also es muss ja nicht immer in Grautönen sein. Werden wir nachher auch noch öfter sehen. Das ist auch eine wunderschöne Karte. Auch aufwendig gestaltet wieder mit den Pfingstrosen. Die passen auch wirklich sehr gut. Und ja, wunderschön, oder? Also finde ich auch eine super schöne Karte. Alle beide. Und dann habt ihr hier nochmal die Materialliste. Und hier unten findet ihr die Andrea. Also super schöne Karten. Vielen, vielen Dank, Andrea. Ich finde die wirklich beide wunderschön. Ganz toll. Dankeschön.
Die nächsten drei Karten kommen alle von der lieben Nadine. Nadine war wieder ganz fleißig und hat hier auch ganz tolle Ideen, die ich euch jetzt einfach mal einzeln zeige. Ich fange jetzt hier mal bei der Pusteblume an. Also ich finde Pusteblumen total schön und ich finde, das ist auch eine wunderschöne Karte. Sehr schlicht auf den ersten Blick mit dem silbernen Streifen. Das gefällt mir außerordentlich gut. Das ist noch so ein richtiges Highlight, dass das eben auch nur an einer Seite ist. Das gefällt mir sehr gut. Die Pusteblume ist embossed in weiß und auch der Spruch. Und ich finde diese Farben auch total schön. Hier innen auch nochmal die Pusteblume. Sehr, sehr schöne Karte. Und wie gesagt, dieses Blau, ich glaube das Marineblau, ja. Marineblau ist das, das passt einfach total gut und ist auch mal ein bisschen farbiger. Nicht nur grau-weiß und schwarz, sondern finde ich wirklich, wirklich wunderschön. Und die Materialliste halte ich euch auch mal ins Bild. Ups. Und hier findet ihr die Nadine, auch bei YouTube, Hängebauchmaus. Und also ich, wie gesagt, die finde ich sehr, sehr edel, gefällt mir richtig gut. Die nächste Karte, die hat auch diesen, das ist auch cool. die nächste Karte hat hier vorne auch so einen Streifen und ihr werdet das wahrscheinlich in der Kamera nicht erkennen, aber das ist dieses Wildlederband. Das ist kein schwarzer Streifen, sondern das ist dieses Wildlederband und das ist natürlich auch total schön. Ein bisschen gucken, dass es nicht so, das muss das Highlight sein. Also hier ist gestempelt im Hintergrund und mit diesem Band, das fühlt sich einfach total schön an. Das hat nochmal so einen besonderen Effekt. Gefällt mir gut. Das ist eine schöne Karte. Und hier eben in Vanille pur und mit Wildleder gearbeitet. Auch wieder so ein bisschen anderes Farbkonzept. Passt auch sehr, sehr gut. Und da ist die Materialliste einmal dieses hier. Halte ich euch mal so rein. Okay. Und dann haben wir noch eine dritte Karte, die ist jetzt auch mit Schmetterling. Ich finde auch Schmetterling passt immer sehr, sehr gut. Und die ist auch geprägt im Hintergrund. Das ist auch sehr schön. Der Schmetterling ist einmal ausgestanzt, hinterlegt, das ist also nochmal aufgeklebt und dann eben nochmal dieser Schmetterling embossed. Ich glaube, das ist so ein dichtes Embossing-Gefühl, den hat sie öfter embossed. Ich glaube, Nadine, der ist öfter embossed als einmal, oder? Oder ist das so eine Folie? Das könnte auch so ein Folienpapier sein. Ah nein, ich glaube, es ist embossed. Man muss immer so ein bisschen nach der Technik suchen, gell? Also auch ein schöner Spruch. Und hier unten noch ein paar Schmetterlinge reingestempelt. Schön. Auch eine ganz, also eine Karte wieder mit viel Aufwand und die aber trotzdem sehr schlicht aussieht. Ich hoffe, ihr seht den Schmetterling gut, der da hier so drauf gestanzt ist. Und die Materialliste halte ich euch auch noch mal kurz ins Bild. Könnt ihr noch mal Pause machen. Und dann haben wir hier drei Karten von der lieben Nadine. Vielen Dank für diese wunderschönen Ideen, Nadine. Versucht sie noch mal hier so reinzulegen. Schön. Wirklich schön. Die nächste Karte ist von der lieben Gabi und die finde ich auch total schön. Die ist auch wieder sehr schlicht gehalten. Aber die passt auch wieder super schön. Ich finde es einfach toll. Der Zweig ist da einfach wunderschön und der Gruß, ein stiller Gruß. Innen auch nochmal ein bisschen gestempelt. Total schöne Karte. Das ist auch eine super Karte, wenn man zum Beispiel keine Stanzmaschine hat. Dann kann man einfach so eine Karte nur mit Stempeln gestalten und hat trotzdem eine wunderschöne Karte und ganz tolles Ergebnis. Hier ist die Materialliste, also perfekt auch für Anfänger geeignet. Genau, könnt ihr auf Pause drücken. Und koloriert hat sie das Ganze mit Blends. Schön, oder? Coole Karte. Also vielen Dank, liebe Gabi. Dann geht es weiter mit den Karten von der lieben Barbara. Da muss ich euch mal ganz kurz mal dieses Kuvert zeigen. Das fand ich nämlich eine super süße Idee. Hier hat sie einfach die Barbara, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, mit der Stanze Etikett für jede Gelegenheit, meine ich, dass sie heißt, oder? Klassisches Etikett heißt die, diese Stanze hier. Hat sie hier quasi einen kleinen Verschluss für das Kuvert gemacht. Mit zwei kleinen Punkten. Sieht das total süß aus. Und da hat sie mir eine ganz, ganz, ganz tolle kleine Karte dazu gelegt. Die finde ich auch wunderschön. Ich wollte sie euch unbedingt zeigen. Die kann man dann innen beschriften. Hier an der Seite ist noch Blattwerk angebracht, das dann hier noch so rausschaut. Also das ist eine super süße Idee. Ganz, ganz tolle Karte, finde ich. Die wollte ich euch unbedingt noch zusätzlich zeigen, weil die echt so schön ist. Und ihre Karte zum Thema finde ich auch mega schön. Was ich ganz toll finde, ist die Farbkombination. Also das ist Savanne mit Vanille pur.
Also ich finde die ganze Karte einfach wunderschön. Zum einen ist hier nur ein Teil geprägt. Seht ihr das gut? Das finde ich macht sich richtig gut. Dann ist hier das Etikett einmal umrandet und einmal ausgestanzt und wieder reingeklebt. Die Zweige aus dem ewigen Grün. Hier unten eine Schleife mit einem kleinen Herz drauf. Wunderschön. Die finde ich auch mega toll. Was ich auch hier innen schön finde, ist diese Umrandung hier, dass man halt zweimal den abgerundeten Bereich hat und zweimal den spitzen eckigen Bereich. Das macht sich auch sehr gut. Das ist sehr edel. Also das ist wirklich eine ganz bezaubernd schöne Karte. Die gefällt mir richtig gut. Die finde ich, könnte man auch, wenn man einen anderen Spruch drauf macht, vielleicht auch als Hochzeitskarte sehr schön verwenden. Das ist echt eine edle, elegante Karte und diese Farbkombination finde ich super schön. Super schön. Und das ist die Materialliste. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Wirklich wunderschön. Das gefällt mir außerordentlich gut, die Karte. Echt toll. Muss ich mir merken. Wunderschön. Vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank für diese kleine süße Karte. Die finde ich auch bezaubernd. Die nächste Karte ist von der lieben Maike. Ich halte euch jetzt erstmal ganz kurz. Maikes schöne Schrift ins Bild. Das ist die Materialliste. Und die Maike hat auch geschrieben, also, dass sie mal ein bisschen Farbe wollte in der Trauerkarte. Und dass sie, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so der richtige Blumentyp ist, gell? So war das doch. Ja, genau. Weil sie hat nämlich die Karte mit dem Brief schon letztes Mal mitgeschickt beim letzten Teamgeist. Und hier sieht man auch wieder, also die Pfingstrose eignet sich wirklich sehr, sehr gut dazu für dieses zum Trauerkartenthema. Da ist auch dieser Spruch drin mit dem ganzen Herzen bei dir. Das finde ich auch sehr schön, das passt sehr gut. Und hier sieht man also, sie hat bestickte Rahmen gemacht außenrum, diese bestickten Rechtecke. Das Papier ist auch aus dem Designerpapier für den Pfingstrosen. Dann hat sie hier die Pfingstrose draufgesetzt, koloriert, noch ein bisschen silbernes Garn in den Hintergrund und noch ein paar Perlchen. Und schon ist eine sehr schöne, elegante Karte fertig. Innen auch ein bisschen gestempelt, auch wieder hier die bestickten Rechtecke verwendet. Schön. Also, Maike hat ja geschrieben, sie ist keine Blumenfrau, aber ich glaube, da ist schon. Also, ein bisschen Blumenfrau steckt in jedem. Genau. Die nächste Karte, die ist von meiner lieben Mama. Ist total süß, dass meine Mama auch mitmacht. Sie bastelt auch total gerne. Und wir spenden die Karten ja immer. Und da hat sie gesagt, sie macht dieses Mal mit beim Spenden für die Karten. Und hat hier mit dem, also wunderschöner Hintergrund, mit dieser diese Prägeform, die gibt es leider nicht mehr. Aber das ist eine meiner Lieblingsprägeformen. Die finde ich super schön, weil die so richtig. Also so richtig stark tiefprägend sind. Und hat sie hier so eine Karte gestaltet. Und was sie immer ganz gerne macht, ist, dass sie Sprüche also ausdruckt mit dem Drucker und dann ausstanzt. Das ist natürlich auch super als Idee für jeden, der jetzt nicht so viele Stempelsets zu einem bestimmten Thema zum Beispiel hat. Dann kann man einfach im Internet oder irgendwo anders einen schönen Spruch suchen und dann ausdrucken und dann ausstanzen, dann hat man da auch immer einen Spruch zur Hand, wenn man gerade vielleicht nicht den passenden Stempel hat. Und hier das Papier ist auch irgendwie schick, das ist hat so eine tolle Musterung, so eine Prägung ist da schon im Papier drin. Ein paar Schmetterlinge dazu, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Mami. Ah ja, und das muss ich euch vielleicht auch noch zeigen, das Papier, das schimmert so, ist auch schön. Hinterm Schmetterling auch. Vielen, vielen Dank. Und die nächste Karte ist auch wieder eine wunderschöne Karte. Ist von der Swantje. Das sieht man vielleicht auch wieder ein bisschen. Ich habe schon mal gesagt, dass die Swantje so ihren eigenen Style hat. Wunderschön. Wo fange ich an? Ich fange heute wieder mal mit der Materialliste an. Das ist alles, was sie verwendet hat. Oh Gott, das kriege ich gar nicht ins Bild so. Und ihr findet die Swantje hier bei Stempelkiste auf Instagram. Und ich finde, das Swantje die Karten auch immer ganz besonders. Sie hat geschrieben, sie hatte mit dem Thema. Hat sich viel den Kopf zerbrochen für eine Karte, die da passt. Und ich finde, das Ergebnis ist wunderschön. Das ist ganz anders als normalerweise oder was man so im ersten Moment denkt, glaube ich. Sie hat hier den Hintergrund geprägt mit dieser Schreibschrift. Dann glaube ich, ist sie mit einer Stempel, mit einem Schwämmchen drüber gegangen, hat dazwischen die Schriften noch ein bisschen hervorgehoben, indem dass sie das alles so eingeschwärzt hat. Und sie hat hier diese Ahornblätter dazu genommen. Die finde ich auch eine tolle Idee. Dann vom Etikett einmal hinterlegt, seht ihr das mit diesem Wellenrechteck und dann eben noch mit einem bestickten Rahmen, noch eine schöne Schleife dazu, ein Herz, also auch ein bisschen Farbe reingebracht,
Also eine ganz tolle Karte. Wunderschön. Ich finde auch die Karte, das Kartenformat sehr schön, also von der Größe her. Echt eine super schöne Karte, Swantje. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ein paar Glitzis noch außenrum gesetzt und schon hat man eine wunderschöne schlichte. Also nicht ganz schlichte, aber sehr, sehr, sehr schöne und tolle, besondere Karte auf jeden Fall. Coole Idee mit dieser Schreibschrift. Sieht sehr, sehr schön aus. Vielen, vielen Dank, liebe Swantje. Und ja, also das ist unser letzter Teamgeist für diesen Monat. Die Swantje hat es auch geschrieben im Brief, dass es ihr richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, auch euch als Zuschauern hat es richtig viel Spaß gemacht, hoffe ich. Mir auch und ich glaube, meinen Mädels auch, weil man da einfach nochmal ganz viele andere Ideen zu dem Thema bekommt, die man selber so gar nicht im Kopf hat. Und wenn dann mal die Ideen ausgehen, dann kann man einfach die Videos anschauen und weiß dann, okay, das könnte ich machen oder das. Und dann hat man wieder ganz viel Input. Und ja, finde ich echt cool. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir machen das auf jeden Fall weiter. Und ich denke mir da jetzt noch ein paar schöne Themen aus. Die nächsten Karten, die sind auch wieder wunderschön und auch wieder was ganz Besonderes und von der Farbgestaltung mal ganz anders. Die sind von der lieben Julia. Und zwar, das ist eigentlich eher so die Karte für mich gewesen oder da war mein Brief drin auf jeden Fall. Aber die finde ich auch mega schön. Und wenn man, also ich finde, man kann die eigentlich auch als Trauerkarte benutzen. Vielleicht mit einem anderen Spruch. Aber von der Gestaltung, also von dem. Zum Beispiel dieses Hintergrund mit diesen goldenen Sprenkeln. Ich hoffe, dass das gut rauskommt in der Kamera. Das ist schon sehr, sehr schön und sehr edel auf jeden Fall. Es gefällt mir richtig gut. Und die Farbkombination fand ich auch ganz toll. Es ist schon ein bisschen herbstlich natürlich. Mit dem Terrakotta, mit dem Gold und mit dem Savanne und Wildleder. Espresso, aber das ist wirklich toll. Finde ich richtig schön. Ich finde auch das Ginkgoblatt total schön da drin und so. Also toll. Das ist eine mega schöne Karte. Richtig toll. Und das ist die Trauerkarte eben auch ganz anders als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Hinterlegt auch mit dem Terrakotta, das passt, finde ich, auch sehr, sehr gut. Dann mit den ewigen Zweigen hier gestempelt. Und dann hier unten noch so ein kleines Etikett. Seht ihr das gut? Und eben auch hier wieder diese goldenen Sprenkel in den Hintergrund, das gefällt mir richtig gut. Tolle Karte, sehr schlicht und trotzdem sehr besonders. Cool. Coole Idee. Hier findet ihr die Julia bei Bastelrausch auf Instagram und das hat sie alles verwendet. Und ich finde, das ist toll. Das ist eine tolle Idee für eine tolle andere Gestaltung von Trauerkarten, mal ein anderes Farbschema. Und das kann man durchaus machen. Das finde ich echt wunderschön. Okay, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Und jetzt kommen wir schon zu den letzten Karten. Also ich habe das Gefühl, wir haben dieses Mal richtig, richtig viele Karten. Die letzten beiden Karten kommen von der lieben Heike. Genau, und auch bei der Heike war das so, dass sie da mit diesem Thema eine große Herausforderung hatte. Ich glaube, das ist es für fast jeden, weil man natürlich weniger Trauerkarten basteln möchte und meistens lieber Geburtstagskarten bastelt oder so. Und dann, ja, muss man mal gucken, was hat man für Sprüche, was kann man verwenden, wie macht man die Farbgestaltung. Und das, ich finde es so toll, dass wir so viele unterschiedliche Ideen hier zusammenkriegen. Wirklich wunderschön. Fangen wir mal an mit dieser Karte hier. Das ist dieselbe Prägeform, die auch die Karte von meiner Mama war, wo ich gesagt habe, das ist eine meiner Lieblingsprägeformen. Ich finde das toll, dass die Heike hier so eine Abtrennung gemacht hat. Seht ihr, so mit so einem Band. Also das ist ein Band, das ist nicht festgeklebt. Auf der einen Seite geprägt, auf der anderen Seite gestempelt. Auch wieder mit dem gleichen Stempelset, wie auch die Claudia verwendet hat. Ein stiller Gruß. Und auch innen ein bisschen gestempelt. Hat man noch viel Platz zum Schreiben. Also das, finde ich, ist auch eine coole Karte. Und sie hat das, glaube ich, mit dem Schwämmchen so ein bisschen angekoloriert. angeschwemmt sozusagen. Und die kleinen Perlen, das gefällt mir auch außerordentlich gut. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera rauskommt, aber die sind so ganz leicht bläulich, so Rauchblauton. Sieht toll aus, das passt richtig gut dazu. Und hier nochmal die gleiche Technik. Also auch wieder die Karte zur Hälfte geprägt. Die andere Seite ist gestempelt und mit einem dickeren Band dieses Mal und einem größeren Etikett. Also wirklich schön, auch ein toller Spruch. Hier innen auch nochmal die Federn reingemacht. Und auch hier wieder so ein bisschen das Papier so ein bisschen mit Schwämmchen bearbeitet. Das sieht ein bisschen älter aus. Also so ein Alterungseffekt hat man dann damit erzielt. Mit dem antiken Papier ist das geprägt. Mit dieser Form. Hier seht ihr mal die Materialliste. Und auch hier wieder diese bläulichen Perlen. Ich finde, die machen es, die sehen auch wirklich toll aus. Das ist wieder so ein kleines Detail, wo mir einfach
richtig gut gefällt. Da finde ich, die Farbkombination passt richtig gut dazu. Also auch wieder zwei wunderschöne Karten und dieses Mal ganz in Schwarz-Weiß gehalten. Also ihr seht, es geht genauso gut. Ich lege es mal ohne Kuvert hin, dass man das noch ein bisschen besser sieht. Also wirklich cool. Auch wunderschöne Karten. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Und ich zeige euch jetzt einfach mal nur den Stapel, den ich jetzt hier habe, an Kartenideen. Also wer da keine Idee findet zum Nachbasteln, der weiß ich auch nicht. Der muss erst mal erfunden werden, glaube ich. Also das sind wirklich wunderschöne Kartenideen. Wie ich schon gesagt habe, ich bin so begeistert, wie viele unterschiedliche Kartenarten das wieder sind. Und eine schöner als die andere, wirklich. Und auch gerade zu diesem Thema bin ich echt begeistert, dass wir so viele wunderschöne Karten zusammenbekommen haben. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank an meine wunderbaren Mädels, dass ihr da so toll diese wunderschönen Karten so gestaltet habt. Ne? Also wirklich total schön. Alle zusammen. Ich werde jetzt noch ein schönes Schlussfoto für euch machen, glaube ich, weil ich kriege die gar nicht alle ins Bild. Leg mir die nochmal auf die Seite und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Einmal fürs Zuschauen, einmal fürs Mitmachen an meine wunderbaren Mädels. Und wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann dürft ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Da freuen wir uns drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei auf diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank für den Teamgeist dieses Jahr und wir sehen uns mit diesen Themen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Also mit neuen Themen, aber mit dem Teamgeist an sich. Und die Woche ist jetzt auch zu Ende. Also das war jetzt meine erste Themenwoche zu einem bestimmten Thema. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, ich denke, da kommen nächstes Jahr dann auch wieder ein paar. Jetzt geht es dann bei mir langsam los mit meinem Adventskalender, denn es wird 10 Türchen bis Weihnachten geben. Ich gucke gerade auf meinen Videoplan. Alle Ideen stehen schon. Ich habe auch schon angefangen, die ersten aufzunehmen und werde jetzt das Stück für Stück bearbeiten. Und ja, es ist richtig viel los auf jeden Fall jetzt. Eben von Oktober bis Dezember seht ihr mal ein paar Videos mehr von mir. Genau. Ich freue mich da auf jeden Fall auf euch. Hoffentlich schaltet ihr ein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.